Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Horse Reality. Ja, es gibt heute ein neues Update bei Horse Reality. Einige haben sich dann gewundert, dass sie auf einmal nicht mehr in ihr Spiel kamen. Ja, und prompt war es da. Es gab ein Community-Update, wo verschiedene Fehlerbehebungen gemacht wurden bei verschiedenen Rassen, unter anderem bei dem walisischen Pony, Kladruban, bei den Mustangs, bei den Knappstruppern, Lusitanos, Finnhorses und den Vollblütern. Da gab es halt eben Farben, die nicht richtig angezeigt wurden und jetzt halt eben dann wieder korrekt angezeigt werden bzw. verbessert wurden. Ja, bei den Vollblütern gab es einige wildbraune ND1-Pferde und die sahen fälschlicherweise wie wildes Hirschleder ND1 aus. Ja, das wurde jetzt auch korrigiert. Und das Stammpferd Queen's Pawn zeigte ein rußig-braunes Fell, während sie in Wirklichkeit ein Liver ist. Und da ist auch das Bild korrigiert worden, um die richtige Farbe mit ihrer Genetik zu zeigen. Die Nachkommen der korrigierten Stammpferde sind davon nicht betroffen. Die sind halt eben so zur Welt gekommen, wie sie gehören. Das schon mal als Vorteil. Dann gab es Marktverbesserungen und es gibt halt eben dann auch ein nächstes geplantes Update am 10. November. Zuchtmarkt und Artikelmarkt. Ja, da soll es dann den Artikelmarkt freigegeben werden am 10. November. Das heißt, da sollte es, glaube ich, so sein, dass wir Artikel frei dort halt eben auch verkaufen können. Und natürlich Infos, die für alle, die auf dem, ja, NL-Server auch Pferdchen haben, so wie ich, die, für die ist halt eben diese News. Sind diese News noch interessant? Die Zusammenführung, Spielertester-Einladungen und E-Mail-Newsletter. Die Fusion rückt näher. Wir stehen kurz vor dem Beginn der Mitarbeitertests auf unserem dedizierten Merge-Test-Server und arbeiten sehr hart dran, einen reibungslosen Übertragungsprozess zu gewährleisten. Ja, da wird halt eben dann erstmal getestet. So sieht der aktuelle geplante Zeitplan aus. Stuff-Testing, also 1 bis 2 Wochen, voraussichtlich ab nächster Woche. Bug-Fixing, Player-Testing, da seht ihr auch, wie lange das dann halt eben dauern soll. Bug-Fixing und Final Review und Live-Server-Merging. Es wird davon ausgegangen, dass die eigentliche Zusammenführung Anfang Dezember stattfinden wird, damit wir da schon mal groben Zeitplan haben, wann das Ganze passiert. Ja, werden halt eben die Sicherheit der Konten der Spieler nicht geopfert, um ein bestimmtes Fusionsdatum zu erreichen, was ich gut finde. Es wird in den nächsten 1,5 Wochen eine E-Mail den Spielern zugesandt, die auf beiden Servern halt eben einen Stall haben. Da wird dann halt eben nochmal erklärt, wie das Ganze dann ablaufen soll. Es gibt aber auch eine FAQ-Seite zur Zusammenführung, um da Antworten auf die letzten Fragen zu finden. Dann gibt es ein brandneues Merchandise, wo die stämmigen Brabanter im Rampenlicht stehen sollen. Wer die halt eben mag, der kann sich da dann auch dementsprechend mit Merch eindecken. Ja, und dann gibt es noch ein paar zusätzliche Hinweise zu Fehlerberichten. Delta Store, da gibt es jetzt wieder einen Hintergrund, der nur im Oktober zu kaufen ist. Den zeige ich euch gleich. Und wir haben ein paar Einsendungen von Spielern hier. Von Ash22, die hat ein Skeleton-Horse, ein PRE, das halt eben passend zu Halloween gezeigt wird, gemacht. Finde ich richtig cool, sieht richtig genial aus. Oh ja, das Demon of the Mist von Luna B oder Luna Boon, wie auch immer man sie jetzt ausspricht vom Namen her. Wow, schon sehr spooky. Ja, und dann hier einmal ein selbstgebasteltes Halloween-Bild mit einem Pferdchen in Schwarz und verschiedenen Kürbissen. Auch richtig toll geworden. Da können wir natürlich auch weiterhin Kunstwerke einschicken und die besten werden dann halt hier einmal gezeigt.
Ja, dann gucken wir uns doch mal im Delta Store das Ganze an. Gruselige Jahreszeit. Na komm. Will er jetzt gerade nicht zeigen? Da ist es. So. So sieht das Hintergrundbild aus. Ja, mit ganz vielen Kürbissen, einem düsteren Wald und generell sehr düsteren Farben mit grünen Lichtern. Ist für 450 DP zu kaufen und nur im Oktober zu haben. Jetzt muss ich aber mal eben schauen, ob wir da einen neuen bekommen haben, aber ich meine nicht. Ich muss mal eben im Inventar schauen. Und da unter Dekoration, weil ich meine, ich hätte da nämlich auch schon. Ah nee, schaut mal. Den habe ich sogar. Na, also das ist der, den wir auch schon in der Vergangenheit bekommen haben. Da habe ich zwei Stück von. Das heißt, ich werde ihn mir diesmal nicht kaufen, weil sowieso mein Delta Points Konto ein wenig ramponiert aussieht. Aber gut, das ist nicht so weiter tragisch. Ja, kommen wir dann zu Fohlen, Neuzugängen, wie auch immer. Ein neues Fohlen bei den Akaltheken. Ein Monat alt, eine kleine Stute mit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Wir haben hier einen relativ guten Wert von 87. Da muss allerdings noch ein bisschen was kommen. Ansonsten EAG und Cream. Eltern ist ja Scorpius. Der ist leider auch schon verstorben. Der war 53 Mal Day Champion immerhin bis zu seinem Tod. Deswegen habe ich ihn ausgewählt. Ja, GP-technisch passt er auch zur Stute. Aber da muss ich mal gucken. Er hat natürlich sein Cream schön mit abgegeben. Ob ich die Kleine behalte oder ob ich sie letzten Endes dann verkaufe oder zu Gisela gebe, das weiß ich noch nicht. Ja, dann nochmal ein Akaltheke-Stütchen mit 9 Very Good, 3 Good, 647 GP, EA und G. Da haben wir die Eltern. Das ist einmal Rinkli Mesep. Steht bei, ja, ne, kann man hier schlecht aussprechen, aber hier Mörchen unbekannterweise gehen hin. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich die behalte, weil die Werte halt eben auch eher Durchschnitt sind. Da muss man dann einfach mal schauen. Dann haben wir bei den Finn Horses ein kleines Stütchen mit 8 Very Good, 4 Good, 630 GP, EAA Cream und Doppel Splashed White 1. 89,944 war hier der beste Wert und da ist er der Papa, der steht bei Zeynep 2002. Ja, muss man dann auch mal gucken, was aus der Kleinen hier wird, weil irgendwann kriegt man dann doch mal Ehrgeiz und möchte auch mal besser werden. Deswegen darf sie noch ein bisschen was tun in der Konfo, wenn sie da halt eben bei mir bleiben will. Dann haben wir hier ein Knappstrupper Hengstfohlen mit 3 Very Good Konfi. Schwierig, schwierig, schwierig. GP ist auch etwas schwierig dafür. Naja, EAA. Dann haben wir Leopard und Paten 1. Und Papa ist ein mir unbekannter Hengst. Watching the Storm, der ist auch bei Gisela gelandet. Vielleicht auch deswegen, ne? Aber ich hatte halt eben so die Hoffnung, dass er so ein bisschen hier dieses Leopard halt eben vererbt. Deswegen bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich den jungen Burschen hier wirklich weggebe oder erstmal in die Fohlenbetreuung und dann schaue, wie er dann aussieht und dann kann ich es immer noch entscheiden. Ja, dann haben wir ein Trakehner-Hengstfohlen mit, ja, sage und schreibe 12 Gut. Wow. Die Komfi lässt auch sehr zu wünschen übrig. Dafür ist das GP toll mit 727, beziehungsweise ist es ganz gut, sagen wir mal so. Ein E-Cream Splashed White 1 TO. Und Papa ist ja mein Finkenfeuer und Athene ist die Mama. Da hat einfach die Verpaarung nicht so wirklich gepasst. Das war einfach so. Sollte nicht so sein. Ja, ich denke, der Kleine wird auch gehen müssen. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Fohlen mit 2 Very Good, ein kleiner Hengst.
Ja, Comfy kann er auch noch ein bisschen was machen, aber eine 83 hat er immerhin schon geschafft. 702 GP, 1A Cream, Splashed White 1, Doppelt Roan. Weshalb er schon wegen dem Doppelt Roan alleine die Chance hat zu bleiben. Und schaut mal, Blanka ist die Mama und Chaos ist der Papa. Und Blanka ist heute 27 Jahre und 8 Monate alt. Ich bin gespannt, wie lange sie es noch schafft und ich hoffe, hoffe um jeden Tag, dass sie noch bei mir bleibt. Deswegen also nochmal Blanka hier ganz besonders hervorgehoben. Die Süße, die steht hier immer noch in meinem Stall. Ja, dann als nächstes ein Quarter Horse Stütchen mit 12 Very Good, 655 GP. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das GP einigermaßen im mittleren Bereich ist. Doppel-E Cream, Dunn und Splashed White 1. Sie hat sogar eine 91.359 schon geschafft. Wer ist da der Papa? Treat me to shots steht bei Morgi Porgi. Unbekannterweise Mörchen hin. Da hat sie sich auch GP-technisch sehr am Papa orientiert. Ich hoffe, sie orientiert sich auch noch so ein bisschen an den Konfi-Werten des Papas. Das wäre sehr, sehr nice. Ja, Mama hat 635 GP. Sie ist sogar ein bisschen drüber. Also HR kann auch plus rechnen statt nur minus. Das funktioniert auch. Ja, das soweit zu diesem Fohlen. Dann haben wir hier nochmal ein Quarter Horse Stütchen mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, very good. Einem GP von 726, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Ein E und das war's. Wird ein Rappstütchen. Diamiro ist der Papa und Hidden the Fog die Mama. Und ich bin mal gespannt. Ne, also konfitechnisch mit einer 86. Gar nicht mal so schlecht, sage ich mal, ne? Also die Kleine kann erstmal, denke ich, bei mir bleiben und wird erstmal beobachtet. Ja, dann haben wir nochmal ein Quarter Horse Stütchen. Sehr viele Stutfohlen diesmal, was mich sehr gefreut hat. Drei Very Good, einem GP von 717. Da sind also auch mal ein paar etwas höher GP gehende Fohlen dabei. Doppel-E, Doppel-A, Cream. Papa ist hier dieser junge Bursche, den ich ja im Nachhinein dann vielleicht doch ein bisschen zu früh zu Gisela gegeben habe. Aber gut, daraus lernt man. Ich habe aber noch ein paar Samenfläschchen von ihm. Ja, hübsch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sie sich so machen wird. Erste Konfi. Ja. Gut, es ist keine Konfi unter 80, von daher kann sie ja auch noch ein bisschen was tun. Man erwartet natürlich nicht allzu viel. Papa hat nur eine 87 als Hochwert geschafft. Mama, ja, die ist halt eben auch ein bisschen drunter. Ich habe sie aber wieder gedeckt und zwar mit dem Papa von, also mit dem Opa von diesem Fohlen. Quasi. Mal gucken, wie das dann wird. Schauen wir einfach mal. Das sind so ein bisschen Experimente. Ich gucke so ein bisschen rum, probiere mich aus und dann kann man halt eben auf Dauer dann sehen, wo die Reise hingeht. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Stutfohlen. 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Mit 85er, 86er Konfi-Werten, 643 GP, ein E, ein A, dann Champagne mit drin. Champagne hatte ich lange nicht. Liegt an diesem Papa hier, It's Hot in Amarillo. Da bin ich mal gespannt, weil er ist ein Rapsi, vielleicht, ja, man sieht es hier nicht, ne? Ob er sogar ein Rabbi ist, aber glaube ich nicht. Da ist der Papa. C ist die Frage, ob da überhaupt ein Rabbi-Fohlen bei rumkommt, wird man dann sehen. Ja, da ist halt eben bei den Konfis das noch zu beobachten. Der Papa steht übrigens bei Ria 68. Auch da gehen erstmal Mörchen hin. Mama ist eine Stute, die ich gekauft habe, Spins Magic and Shadows. Eine wunderschöne Rapstute mit Rabbi halt eben.
Muss man abwarten, wie sich das Fohlen entwickelt. Ja, dann habe ich einen Neuzugang, um den ich ein bisschen kämpfen musste. Ein, ja, englisches Vollblut, ein kleiner Hengst mit 9 Good, 3 Average. Aber wie ihr sehen könnt, Doppel-A und Overo. Die Eltern sind Goldvein und Spotted Splendor. Also da hat sich die Mama mit der Hauptfarbe durchgesetzt und der Papa hat sein Overo abgegeben. Und ja, den wollte ich unbedingt haben und musste ein bisschen kämpfen, aber ja, es ging dann noch preislich, ne? Also es war noch im Rahmen dessen, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich stemmen und möchte ich auch stemmen. Und ja, er ist halt einfach da und darf jetzt erstmal groß werden und wird dann bald auch tolle Fohlen hoffentlich, ja, produzieren. Sagen wir es mal platt, wie es ist. Ja, und last but not least, ein kleines Hengstfohlen, Trakehner und ja, leider ein Average in Schultern, 2 Very Good, Confi. Ja, aber 768 GP. Und ja, ich denke, der wird bei mir in die Dressur gehen bei den Werten. E-Cream, Splashed Bite 1. Ich möchte ihn schon eigentlich ganz gerne mal erst behalten. Fink Driver ist der Papa, der steht bei Yuki. Möhrchen, ne, Yuki habe ich zugeschickt. Ich hoffe, sie schmecken ihm. Und damit, ja, beenden wir dieses Video. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden. Da muss ich gleich mal gucken. Ich bedanke mich bei euch fürs lange Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und munter, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.